is the story of the three Texas boys. Gott braucht Hilfe. Ein wenig logistische Unterstützung nur, weil er seinen Sohn wieder mal auf die doch etwas in die Jahre gekommene Erde schicken will. In Texas, klar wo sonst, soll das neue Jerusalem liegen. Das letzte Mal lag Gott ja ein wenig daneben, als er bei Google Earth Bethlehem als Geburtsort für seinen Sohn eingetippt hat. Zu viel Trouble dort in den letzten Jahrhunderten. Auch Gott braucht halt hin und wieder Unterstützung. Als Prozessmanager auserwählt hat er für Jesus' Second Coming ausgerechnet sie, die texanische Band Live to Experience. Das ist die Ausgangssituation für unser Album der Woche. Ein komplett durchgeknalltes und überbordendes Konzeptalbum. 90 Minuten lang, ausgedacht vor 16 Jahren von drei langhaarigen Desperados aus Denton, Texas, die gerne ihre Vintage-Verstärker unter der riesigen texanischen Lone Star-Flagge parken. Furchterregende Gestalten sind das, mit irrem Blick, schmalen Cowboyhüten und Backenbärten so groß, dass man darin eine Katze betten könnte. Haben wir es hier etwa mit Südstaaten-Rassisten zu tun, mit einer besonders satanischen Form von strenggläubigen Christian-Rockern, mit Waffennarren und Rebellen, die schon vor über einem Jahrzehnt Trump gewählt hätten, einfach nur, weil sie es können und weil sie die Westküsten-Nerds ärgern wollen? The Texas-Jerusalem Crossroads ist im Jahr 2001 entstanden, also kurz vor 9/11. Der Texaner George W. Bush war Präsident und der Auffassung, dass die Vereinigten Staaten durchaus Ähnlichkeiten mit dem gelobten Land hätten. Josh Pearson, Josh Browning und Andy Young, zwei von ihnen Predigersöhne und als solche in ihrer Jugend deshalb durch das ein oder andere Fegefeuer gegangen, lernen sich am College in Denton kennen. Ihre erste EP kommt 1996 raus und nicht besonders gut an. Es ist nicht die Zeit für diesen alttestamentarischen Wall of Sound. Die erste Karrierehälfte von Nick Cave liegt schon ein paar Jährchen zurück. Die zweite Karrierehälfte der Swans, die steht noch bevor. Kein Wunder also, dass sich keine Plattenfirma in Amerika für diese Zombies aus Texas interessiert. Erst als die Engländer Simon Raymond und Robin Guthrie von der Band Cocteau Twins die Texaner beim South by Southwest Festival live sehen, kommt die Karriere von Live to Experience in Schwung. Die beiden veröffentlichen den Wahnsinn 2001 auf ihrem Bella Union Label, bringen allerdings nicht das Geld auf, um die Platte einem guten Mischer in die Hände zu drücken. Dadurch bekommt das Original einen etwas zwiespältigen, rohen Charme, sorgt aber auch dafür, dass das Album nach Erscheinen nahezu sofort untergeht, woraufhin sich die Band umgehend auflöst. Denn niemand will gerade einen derart wahnsinnigen Sound. Slins Meisterwerk Spiderland, mit der Texas Jerusalem Crossroads gern in eine Reihe gestellt wird, hat fast schon 10 Jahre auf dem Buckel. Die Welt entdeckt stattdessen die Third Bands und findet erneut Gefallen an 3 Minuten langen Rock-Singles. Judges man's sin. Yeah, the time is running thin. Let the countdown begin. Umso erstaunlicher, dass wir hier gleich vor 2 weltlichen Wundern stehen. Erstens hätten wir nie gedacht, dass ein doch so gutes Album 16 Jahre lang nahezu unentdeckt bleiben kann. In einer Zeit, in der es eigentlich keine Geheimnisse, keine Mysterien mehr gibt, weil jeder Mensch permanent Zugang zu allen Informationen und Erzeugnissen hat. Zweitens grenzt es an ein Wunder, dass das damals so aus der Zeit gefallene Werk heute passt wie die Faust aufs Auge.
Endlose Feedbackschleifen, Narzissmus, Größenwahn, der Furor von Nick Cave und das wilde, wirre Brahma-Basieren von Mark E. Smith. The Texas-Jerusalem Crossroads ist eine heftige Apokalypse-Now aus dem finsteren Texas von gestern. Und ich sehe scharenweise ältere Gentlemen, die deshalb ihre Gehhilfen entstauben, um einen letzten Gang zum Plattendealer ihres Vertrauens anzutreten. Diesmal sollten wir diese Platte nicht verpassen. So follow the lone star in the sky and beg for the angels to guard and to guide.